Sack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Hamburger SV Karrieremodus in FIFA 15. Wir sind wieder am Start, sind am 6. Spieltag der Bundesliga angekommen und wollen direkt weitermachen gegen Eintracht Frankfurt. Geht es heute den ehemaligen Euroleague-Teilnehmer und wir wollen ja genau dahin, beziehungsweise Mittelfeld ist das Ziel. Momentan stehen wir weiter oben auf Tabellenplatz 5 und da wollen wir im Idealfall natürlich auch bleiben. In den nächsten Episoden wird das Ganze ein bisschen anders laufen. Es wird so ein bisschen, wenn ihr das eventuell kennt von YouTube, wie Bild immer die Spiele zusammenfasst, so wird das abgelaufen sein, beziehungsweise ablaufen in Zukunft. Das heißt, sehr, sehr kurze Spiele mit sehr, sehr kurzen Überblicken und so weiter und so fort. Könnt ihr euch drauf freuen, aber jetzt gibt es auch immer 3 Spiele pro Episode. In dieser Episode hier gibt es erstmal 2 und wir starten jetzt, ohne länger rumzulabern, in das erste Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Ich wünsche euch viel Spaß, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon denkt und bis gleich. Hamburg gegen Frankfurt in der ausverkauften Imtec Arena und die Fans erwarteten ein richtig geiles Spiel zwischen dem Tabellenvierten und dem Tabellenneunten der Fußball-Bundesliga und genau das sollten sie bekommen. Die Tabellenkonstellation nicht sonderlich bedeutend nach 5 Spieltagen, aber es war wirklich ein sehr, sehr interessantes Spiel. Plus 3 das Torverhältnis von Hamburg vor diesem Spiel, minus 2 das von Frankfurt. Mal sehen, wie es nach dem Spiel so sein sollte. Berami mit der ersten Chance nach 7 Minuten für den HSV, verzieht hier aber knapp vorbei am Tor von Wied, weil dann Lasogga nach knapp 15 Minuten Viertelstunde gespielt und es gibt 11 Meter. Sehr, sehr bitter für Frankfurt, denn das kann man definitiv anders entscheiden. Lasogga war es egal. Er trat selber an vom Punkt und gegen Wiedwald sollte er normalerweise keine Probleme haben. Ein sicherer Schütz und das beweist er hier. Zwar war Wiedwald dran, kann den Ball aber nicht halten. 1:0 für den HSV und sie machten weiter. Sie versuchten direkt das 2:0 nachzulegen und dementsprechend hier früh für eine Entscheidung zu sorgen. Müller über außen mit der Flanke in die Mitte und da ist wieder Lasogga knapp am Tor vorbei. Es blieb dementsprechend beim 1:0 nach 30 Minuten und dann kam es, wie es kommen musste. 45. Minute, die erste Chance für Frankfurt. Meier frei vorm Tor und es steht 1:1. Lopez bewegungslos und ja, Alex Meier, Fußballgott, der Torschützenkönig der Saison 2014-2015 mit dem 1:1. Aus der Sicht von Frankfurt natürlich sehr glücklich, aber denen war es egal. Die Fans feierten, das Team feierte und es stand unentschieden. Zweite Halbzeit, Hamburgs Defensive bröckelte jetzt, wurde schwächer. Der Ball kommt wieder zu Meier, der ist eiskalt vorm Tor. Flum hatte reingelupft, es steht 2:1 für die Südhessen. Wunderbarer Abschluss von Alex Meier. Und so kann man definitiv nicht verteidigen. Giroud mit einem rabenschwarzen Tag und genauso ging es weiter. Der eingewechselte Fekir kam für den verletzten Holtby, hatte dann die nächste Chance der Partie für den Ausgleich, verzieht aber knapp am Tor von Wiedwald vorbei. Der Franzose, der Neuzugang von Lyon, hier mit einer unglücklichen Aktion. Dann mal wieder Meier im 16er. Giroud ist nicht bei seinem Mann, kann sich dann hier nicht schnell genug aufrappeln. Meier mit der Flanke in die Mitte und Waldes, der Ex-Bremer, der Ex-Rivale von Hamburg mit dem 3:1 der Entscheidung in der 71. Minute. Frankfurt gewinnt also überraschend mit 3:1 bei den Hansestädtern und Hamburg mit der Katastrophenabwehr verliert. Ziemlich bittere Pille, diese Niederlage gegen Frankfurt und dementsprechend muss sich bei uns einiges ändern. Es geht heute noch gegen Dortmund und auch das wird wieder so schnell kommentiert sein. Eigentlich spiele ich da sogar auf der Spielgeschwindigkeit schnell, werde ich in Zukunft nicht mehr machen. Ich wusste nicht, dass es so schnell ist. Dementsprechend war das ein kleiner Fehler, verzeiht mir, aber das ist jetzt, denke ich mal, nicht so schlimm. Holtby für dummerweise für 4 Wochen ausfallen, hat sich irgendwas am Knie, glaube ich, getan, wenn ich es gerade richtig gelesen habe. Sehr, sehr bitter, aber das ist nicht die größte Baustelle, die wir haben, denn die größte Baustelle ist die Defensive und vor allem unser Torwart, denn Lopez hält bisher absolut gar nicht, hält überhaupt nicht, was er verspricht. Deswegen muss da auf jeden Fall reagiert werden und das wird auch passieren. Wir spielen unter anderem jetzt als Zehner natürlich mit Nabil Fekir. Innenverteidigung wird jetzt bestehen aus Jansen, weil der groß genug ist. Links kommt aus Czolek hin und Rajkovic wird Kleber ersetzen. Dementsprechend ein bisschen umgestellt. Auch Berami geht mal, ja, ich sage mal, ganz aus der Schauaufstellung raus. Dafür kommt dann Diaz rein. Also zwei Sechser, die beide Freistöße schießen können und die beide einen guten Schuss haben für einen, der zwar an sich sehr, sehr gut ist, aber der irgendwie bisher noch keine Leistung bringt. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze laufen wird. Zwar sind Diaz und Fekir nicht in Form, aber ganz ehrlich, viel schlechter als gerade gegen Frankfurt kann es ja fast schon gar nicht mehr laufen. Und auch wenn Dortmund natürlich eine sehr starke Mannschaft ist, wollen wir versuchen, hier zu gewinnen. Auch das wird ein sehr highlightreiches Spiel und es wird wieder sehr schnell. Ich hoffe, ihr könnt dem Ganzen folgen. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da wir gucken nach einem Scout finden können und damit rein in die Partie gegen Borussia Dortmund. Nach der blamablen Vorstellung gegen Eintracht Frankfurt stellte Trainer MGT seine Mannschaft gleich auf 5 Positionen in der Defensive um und wollte so gegen Borussia Dortmund ein besseres Ergebnis erzielen. Die Stimmung in Dortmund natürlich wunderbar, gerade in der Südtribüne eine wunderschöne Choreo, die ihre Jungs nach vorne peitschen sollte, die momentan nur einen Punkt hinter Hamburg lagen. Dementsprechend konnte man an der Hansestädter vorbeiziehen und das Ganze gelungen ist. Wir schauen einfach mal direkt rein in diese Partie und es sollte eine sehr, sehr highlightreiche für die Fans vor allem werden. Erste Aktion der Partie, der Anstoß vom HSV, der Ball kommt auf Müller und der versucht es gleich mal mit dem Ball nach vorne auf Ostrzolek, der setzt sich auf Außenklasse durch. Müller, niemand ist wirklich bei dem Deutschen und der ist schnell und sehr gefährlich, wenn er Tempo aufnehmen kann.
unbedrängt keiner Flanken, Kopfballer sogar 1:0. 3 Minuten gespielt, sofort führte der HSV im Signal Iduna Park. Bittere Pille für die Dortmunder, die wollten hier natürlich ebenfalls gewinnen und nicht gerade so starten, aber Weidenfeller kann da absolut nichts machen. Sie versuchten direkt zu antworten über Immobile, der Ball in die Spitze auf Kevin Großkreuz und der deutsche Nationalspieler vergibt diesen Ball. Riesenchance am Tor von Dropny ist er da, ja, vorbei gesegelt der Ball. Weiter geht's mit Müller, der spielte wie befreit, macht das hier klasse, setzt sich durch. Flanke in die Mitte, da ist Lasogga, kommt nicht ran. Fekir hier aus der Drehung mit dem Schuss abgefälscht. Beister 2:0, 16. Spielminute. Hamburg führte im Signal Iduna Park. Die Fans wussten gar nicht, wie ihnen geschieht. Die Mannschaft wohl auch nicht, denn das war alles andere als erwartet. Aber es stand 2:0 für den HSV und Dortmund versuchte jetzt zurückzukommen. Sie versuchten es mit Biegen und Brechen. Erst Gündogan mit dem Schuss, Dropny ist da. Das war die erste richtig gute Chance. Dann kam der doppelte Lasogga auf der anderen Seite. Beister mit der Flanke, zunächst mit dem Kopf. Ja, Weidenfeller ist da und dann mit dem linken, schwächeren Fuß aus 30 Metern, da wäre niemand da gewesen, aber es bleibt so beim 2:0 und dann kam die Anfangs- bzw. die ja, Endoffensive quasi vom BVB. Subotic am leeren Kasten vorbeigeköpft, aber das war nicht alles, es ging nämlich direkt weiter, die Flanke auf den langen Pfosten, da steht Kampel, Kampel legt nochmal überlegt in die Mitte und Bender scheitert an Dropny, das war immer noch nicht alles, es ging wieder weiter, Gündogan mit dem Ball in die Spitze auf Großkreuz, der Pfosten rettet für den HSV und als wenn es nicht genug gewesen wäre, macht auch Dropny einen richtig guten Job. Mkhitaryan aus 16 Metern und der Tscheche, der im Tor stand für den formschwachen Lopez, hält diesen Ball. Nach der Halbzeit dann die nächste Chance für Hamburg. 55. Minute, die Hansestädter startet einen guten Durchgang. 2 Lasogga mit der Kopfballchance, die anschließende Ecke aus Colek. Der Ball kommt zu Fekir, nochmal aus Colek. Der Ball auf Müller, der Ball auf Lasogga. Tiki-Taka im gegnerischen 16er, 3:0, 58. Minute. Hamburg spielte den BVB effektiv an die Wand. Sie hatten die Chancen und sie kamen nicht dazu, sie zu nutzen. Es stand 3:0, es ging genauso weiter. Geis mit der Freistoßchance, 4:0 nach 77 Minuten. Dortmund gab sie nicht auf, sie versuchten es, waren aber glücklos und Geis mit seinem zweiten direkten Freistoß in der Saison. Schon gegen Gladbach hat er einen verwandelt. Das war sein zweites Saisontor für den HSV. Weiter ging es. Ja, Dortmund, wie gesagt, gab sich niemals auf, der Ball auf Immobile und plötzlich ist er drin, 1:4, der Ehrentreffer in der 80. Minute. Ja, es brachte natürlich nicht mehr viel, weil immer der erste Treffer seit Ewigkeiten für Ciro Immobile. Die letzte Szene der Partie dann nochmal auf Seiten von Hamburg, der eingewechselte Julian Green, die Leihgabe der Bayern nochmal mit der Chance, hier nochmal eine Bude zu machen, schießt aber dran vorbei und dann war es das. Mit neu formierter Abwehr gewinnt der HSV mit 4:1 und deklassiert Dortmund im eigenen Stadion. Gerade auch der Freistoßtreffer von Geis war dabei das Highlight. Das hätten wohl die wenigsten eingeschlossen mir erwartet. Wir gewinnen tatsächlich mit 4:1 im Signal Iduna Park, deklassieren den BVB und haben dementsprechend sogar noch ein positives Torverhältnis für diese Episode. Trotz einer 1:3 Niederlage, so muss das auf jeden Fall laufen. In der nächsten Episode geht es dann weiter mit einem Spiel gegen Hoffenheim. Wenn euch diese hier gefallen hat, wie gesagt, würde ich mich extrem darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Es ist alles ein bisschen schneller hier. Wie gesagt, das Ganze soll auch so sein, denn ich will jetzt nicht alles so langsam und so strukturiert machen wie im Newcastle-Karrieremodus, weil dann werden wir nie fertig. Ich will das hier zumindest noch eine Saison fertig bekommen und dazu, naja, müssen wir uns ein bisschen ranhalten. Momentan Tabellenvierter, in der nächsten Episode können wir dann noch weiter nach oben. Das ist natürlich das Ziel. Wir spielen gegen den 12. aus Hoffenheim. Da ist definitiv einiges drin, zumal wir vor heimischem Publikum ja was gut zu machen haben nach der 3:1 Niederlage gegen Frankfurt. Ich hoffe, ihr freut euch drauf und ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dann. Wunderschönen Tag. Haut rein und ciao.